Täglich grüßt das Murmeltier und damit begrüße ich euch zurück hier zu Let's Play Deponia Doomsday. Ich wollte gerade im Hintergrund rendern, weil das immer so viel Zeit in Anspruch nimmt und mein Sony Vegas möchte gerade nicht so ganz und stürzt jedes Mal immer wieder ab und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Daher werden wir jetzt einfach mal weiterspielen und ich muss später rendern. Das ist einfach mein Problem dann. Gut, also wir haben dafür gesorgt, dass unser Freund Aluhut hat und wir haben eigentlich für uns noch vorbereitet, das heißt, wir müssen die Kurbel jetzt drehen. Ich weiß, es scheint mir, bist du, die du weißt. So, ja. Egal. Hauptsache, ja schon, zu spät. So, ich bin gespannt. Tata, lassen Sie mich durch, ich bin Prophet. Ja, wir wissen, wie es geht. Kommen. Kommen. Und kommen. Kommen. Wo ist der Elefant? Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Hä? Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Schnell zu... Können wir was machen? Nö, schnell zu Tack. Was ist passiert? Der rosa Elefant. Er war hier. Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Tack. Der Elefant war... Natürlich. Aber vielleicht legst du dich trotzdem erstmal hin. Du hast nicht viel Erfahrung mit Alkohol, oder? Aber vielleicht legst du dich trotzdem erstmal hin. Morgen sieht die Welt schon wieder viel freundlicher. Du hast... Ach, ich war völlig aus. Okay, ich wollte wissen, was er sagen wollte. Okay, wir sind weitergekommen. Die Frage ist, was ist unsere nächste Aufgabe? Können wir die jetzt eigentlich nicht einpacken? Noch nicht. Noch nicht. Weil... Er kommt! All und ich... Hey, wir... Warum? Moment. Wieso fehlen uns wieder die Sachen? Weil wir in der Vergangenheit gereist sind. Ich sehe es... Ja, ja. Warte mal, wir gehen noch mal kurz zu unserem Freund hin und fragen mal nach, ob wir irgendwas vergessen haben. Und draußen fahren Autos vorbei, die mich gerade ein bisschen stören. Habe ich Fenster wieder... Ja, Fenster ist noch zu. Okay. Dann schauen wir, was wir am besten machen sollten als nächstes. Hey, Mac. Hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das... Erinnerung? Ich muss dringend... Vielleicht solltest du... Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine... Ich bin in seiner Praxis... Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir... Machen kurz ein paar Sachen. Warum haben wir das nochmal gemacht gehabt mit der Ruhe? Wir diesen, dieses Teil da bekommen, was wir nicht brauchten bis jetzt. Also wir müssen es vielleicht nochmal machen, heißt das alles. Ach nö. Hey Rufus. Hör bis Latte. Ich gehe erstmal zu Toni. Ich glaube, scheiße, los können.
So. Ja. Was denn, war keine zwei? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Ja. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Okay. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Wir brauchen die ganzen Sachen hoffentlich nicht. Aber ich denke mal doch. Okay, unser Freund ist weg. Komm schon. Trödel nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht zwei, dreimal unterhaltsam. Beim vierten Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Okay, schauen wir mal, wo Tuck ist. Hey, Rufus. Jetzt nicht mehr, Carnickel. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Dann tu was dagegen. Aber was, wenn wir dadurch noch mehr Unheil anrichten? Noch mehr? Soll ich dir deine bescheuerte Angel in den Hintern schieben? Ist ja schon gut. Ich helfe dir ja. Wobei auch immer. Okay, aber das Haus ist offen. Wir können endlich weiter. Na? Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vor... dingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Woher kommt dieses plätschernde Geräusch? Vom Spiel auf jeden Fall, aber ich würde gerne wissen, was das ist. Was können wir hier drin alles Schönes machen? Der Hahn, da kommt das Geräusch her. Gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Müssen den abnehmen. Ach, stimmt. Diesen Hahn brauchen wir unbedingt. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Ach, weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernhard. Okay. Feuerwerkskörper. Dürfen wir einfach so nehmen? Sagt er nicht dazu? Bernhard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt?
Deswegen, was du gerade gemacht hast, wahrscheinlich. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Er ist voll nett, aber das Geräusch im Hintergrund ist echt schrecklich gerade. Du, Toni. Ich war das nicht. War das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Moment. Ich kann nicht ins Menü gehen, wenn wir... Warte mal. Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. So. Einstellungen. Das war falsch. Moment. Hier hin und jetzt wollen wir Geräusche. Sonst 70 erstmal auf 0. So, weiter spielen. Ha, so nervt uns das Wasser nicht. Da können wir weiter mit ihr in Ruhe jetzt reden. Gut. Gut. Es ist wirklich nicht meine Schuld. Ach, wirklich? Wer soll es denn diesmal gewesen sein? Die kosmische Hintergrundstrahlung? Ein Yeti? Ja. Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Schon, ja, aber bringt das was? Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Das tut er allerdings wirklich. Es war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Ja, wer würde das schon glauben? Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Fuck. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Okay. Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Was hast du dir selbst zuzuschreiben? Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitteschön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Was ist das für ein Geräusch? Draußen fliegt irgendwas vorbei, was Geräusche macht. Okay. Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. Übertreibst? Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Oh, dir zu verzeihen. Ach so. Oh. Tatsache ist... Unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das
Naja, das irgendwie funktioniert. Okay. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, rede einfach weiter. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Ja, würde ich auch, wenn ich er wäre. Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ich bringe das wieder in Ordnung. Beziehungsweise, ich werde das wieder in Ordnung gebracht haben. Okay. Dann machen wir die Soundeffekte wieder an. 68 ist okay. Weiterspielen. So, was haben wir? Wir haben jetzt halt die meisten Sachen nicht. Wir haben aber jetzt ein Haar. Das heißt, wir können... Ah, wir können uns jetzt... Jetzt können wir uns den Honig holen. Was ist los? Achso, nee, das ist gerade egal. So. Das meiste hätten wir uns natürlich immer gar nicht holen müssen. Passt. Nehmen. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Okay, geht noch nicht. Brauchen den Bart erst. Nehmen wir einfach mal alles mit. Wo die Sachen einfach zusammen mitnimmt, wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, daraus zu kommen, dass man das auseinander machen, bauen soll. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich den Stromumkehrer mitnehmen. Ich hoffe mal, ich muss das nicht alles nochmal machen irgendwann. Ja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus. Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Okay, wir kommen nicht mal an den Stromumkehrer ran. Das ist gut zu wissen. Der Hahn ist ja schon da. So, und dann können wir das so machen. Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. So. Du sollst also ein Rad... Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen, genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. Okay. Also, wir können jetzt das Spiel spielen, ne? Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Er darf spielen. Jo. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze, Faulobst bereit und legt. Dahin? Hau doch im Gehirn. Ah, ich habe verpennt. Ja, ich glaube, ich hätte anders spielen müssen. Ah!
Kann ich da platzieren? Oh. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Wir haben einen Gewinner. Schiebung. Der Rattenmann hat seine kleinen Freunde abgerichtet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich fordere eine Revanche. Du weißt offenbar nicht, wann du aufhören musst. Ich kann dich immer wieder besiegen. Räum ruhig weiter, Captain Knusperzahn. Ja. Hey, Wenzel. Hey, Lust auf... Machen wir noch eine Runde. Ich habe keine Ahnung, was machen muss. Auf die Plätze. Gibt es keine Regeln? Ja. Nein. Oh. Oh, ich kann gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe, aber ich habe gewonnen. Ja, jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Ha, vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass sich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Ja. Oh. Upsi, das war doch Absicht. Na, warte. Ups. Aua, die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Vielleicht. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Okay. Ratte. Wir wickeln sie Knisterfolie ein. Wo ist das Brechmittel, wenn man es braucht? Ah, Brechmittel. Okay, schauen wir das mal weiter an. Das sollte erstmal für heute reichen. Ich hoffe, es gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein, das Let's Play Ponia Doomsday. Da schauen wir uns dann mal an, ob wir es endlich schaffen, von hier wegzukommen oder erstmal dafür zu sorgen, dass die Gläser nicht zerbrechen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.